Heute bin ich mit dem GPS-Tracker in der Steiermark bei den Forster und mit der Bäuerin Rosi und mit der Kurgassierer. Und da hinten steht da schon die Rosi. Rosi, fang! Achtung! Warum schmeißt man du denn zu? Hast du mir nicht geben können? Weil wir einen Kavalier mit Abstand einhalten müssen wegen Coronavirus. Na genau, hätte ich fast vergessen. Warum hast denn du die Gassierer ausgesucht, Rosi? Die Gassierer ist die Kuh, die vor der Weide als letztes heimgeht. Sie meint, sie muss das allerletzte Grasal auch noch erwischen und dann kommt sie erst rein. Das war der Grund. Sie braucht keine Streicheleinheiten. Lieber ist sie ein Scheiferl Schrot extra. Das weiß sie mehr zum Schätzen. Und ja, in der ersten Laktation war es ein bisschen kitzelig beim Mölchen. Hat sie inzwischen gegeben. Sie ist jetzt eine recht gemütliche, ruhige Kuh. Ja, natürlich, wir können einen steuern. Ich schaue ein bisschen die Kuh anschauen. So. Gassierer hat immer Appetit, steht immer in der ersten Reihe und wartet auf die extra Portion Schrot. Das gibt es aber nicht immer nur heute. Sie waren am Vormittag draußen, wir treiben gleich in der Früh nach dem Mölchen aus, weil es am Tag dann zu heiß wird. Und die trockenstehenden Kühe sind dann auch den ganzen Tag draußen, weil sie Wasser haben auf der Weide und Wald ist neben zum Unterstein. Das geht auch nicht weiter. Ja. Naja, sind manche anderen auch gierig. Sie lässt auch die anderen mitfressen. Gassierer, das ist ein afrikanischer Name. Gassierer heißt die Mutige. Und sie ist die 10. Kuh in der Generation von unserer G-Linie. Der Opa von meinem Mann hat einmal eine Kuh gekauft von der Versteigerung in Feldbach. Das war schon 1961. Und jetzt ist die 10. Generation für die G-Linien. Voriges Jahr war die Christa dabei. Die Christa war auch eine junge Kuh. Es war einfach für mich spannend, weil man da sieht, wie sie die Kühe auf der Weide verhalten, wo uns sie niederlegen, wo uns fressen. Einfach, wie die ganze Gruppe sich auch bewegt und so weiter. Und natürlich, was sie auch am Bauern tun. Wer wann austreibt, heimtreibt, das ist spannend, finden sie alle. Gassierer, du vertrittst die steirische Damenmannschaft. Und jetzt hopp, hopp, hopp.